Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In diesem kurzen Statement geht es um Redeverbot für Erdogan. Was lernen wir daraus? Und bevor ich damit anfange, möchte ich erstmal eine Sache betonen. Es ist immer so, wenn man über Erdogan redet und bestimmte andere politische Persönlichkeiten, findet man immer Leute, die 100% dafür sind, für ihn sind, oder 100% Leute, die gegen ihn sind. Ja? Und diejenigen, die für ihn sind, die wollen nichts Negatives hören. Und alles, was irgendwie negativ ist und jeder Fehler, den er macht, der wird abgestritten und aus dem Fenster geworfen. Und jeder, der irgendwas Negatives sagt, ist sofort ein Verräter. Und bei den anderen ist es genau andersherum. Und das ist eine Eigenschaft in der Umma, die dazu führt, dass wir kein Baraka bekommen. Denn Allah gibt uns nur Baraka, wenn wir gerecht sind. Und zur Gerechtigkeit gehört auch, dass man abwägt. Dass man positive und negative Sachen anschaut, betrachtet und genau abwägt, was richtig und was falsch ist. Mir geht es heute überhaupt nicht um eine Wertung von Erdogan, weil mir das gar nicht zusteht. Mir geht es vielmehr um eine Wertung des Verbots, des Redeverbots. Darum geht es mir. Was lernen wir daraus? Wir sehen darin ganz klar, denn wir müssen immer das Fieberthermometer an die Umme halten, um die Situation zu betrachten, wie bei einem Patienten. Wir sehen daran ganz klar und deutlich nochmal, dass sich die Situation in Deutschland stark verändert hat. So etwas, was komplett gegen die Meinungsfreiheit ist, wäre vor einigen Jahren niemals möglich gewesen. Schon lange nicht bei einem Politiker oder einem Präsidenten, der ein NATO-Partner ist. Das wäre vor einigen Jahren nicht möglich gewesen. So, dann fragt man sich, woher kommt dieser Druck? Da gibt es sicherlich viele Faktoren. Aber im Endeffekt wahrscheinlich der Hauptfaktor ist die Hetze gegen Muslime. Wenn ich sage Hetze gegen Muslime, denken die meisten Zuhörer und Zuschauer immer direkt an Medien, RTL, Fokus etc. Was sicherlich auch richtig ist, aber was einen besonders großen Einfluss hat, und das ist etwas, was wir als Muslime viel zu sehr unterschätzt haben, ist die Hetze im Internet. Und darüber rede ich schon seit fast 10 Jahren. Ja, seit fast 10 Jahren, das wird überhaupt nicht bemerkt. Von hinten wurden die Medien und Politiker so stark von Reichsbürgern, Rechtspopulisten, anti-islamischen Blogs unter Druck gesetzt, dass sie damit wirklich die Meinung in Deutschland verändert haben. Und ich will hier eins betonen, das gehört auch zur Gerechtigkeit. Nicht jeder in Deutschland ist ein Islamhasser. Aber wir haben es mit einer Minderheit zu tun, die sich in den letzten Jahren stark vermehrt hat, rasant vermehrt hat und die durch ihre Art und Weise ihrer Propaganda viel gewonnen haben. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ihr schaut im Fokus beispielsweise, ihr geht auf Fokus Online und ihr schaut euch einen Bericht über den Islam an. Ihr seht, dass diese Leute sich auf diese Berichte stürzen und sie vollhauen und vollsauen mit ihrem Schwachsinn. Und so verändern sie die Meinung und das Bewusstsein von Leuten. So, was ist jetzt die Lösung? Ist die Lösung weiter zu heulen wie bisher? Die Lösung ist, wir als Muslime müssen diese Möglichkeiten, die wir haben, auch nutzen. Und wir müssen gerecht sein, damit wir Segen von Allah bekommen. So. Wir sehen, was uns die ganzen Jahre passiert ist, was über uns für ein Schwachsinn erzählt wurde. Ja, über uns persönlich. Und wir sehen das jetzt, dass es anderen Leuten geht, ähnlich geht. Ja, die sind Hetzer, die sind dieses, die sind jenes. Aber man muss als Muslim auch den Mut haben, wenn jemandem Unrecht getan wird, dass man aufsteht und nicht so feige ist und sogar noch denen in den Rücken fällt. Ja? Die Medien sagen, das sind Terroristen, weil man Angst hat, selber als Terrorist betitelt zu werden. Sagt man, ja, ja, also mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und gibt dadurch den Eindruck, vermittelt dadurch den einen, dass es wirklich stimmt, was die Medien schreiben. Deswegen, wir müssen bereit sein, für die Gerechtigkeit einzustehen und wir müssen bereit sein,
wenn über Brüder, Schwestern etwas Falsches erzählt wird, auch klar und deutlich zu sagen, das ist eine Lüge. Möge Allah uns dazu helfen, möge Allah uns dabei helfen, möge Allah uns dabei Ikhlas geben und uns Erfolg daran geben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.